Das ist Emily. Emily ist 13 Jahre alt. Als sogenannter Digital Native hat sie natürlich keine Ahnung und auch kein Interesse daran, was vor den Zeiten von Smartphone, Tablet und Highspeed-Internet gewesen ist. Geduld ist für sie also ein Fremdwort und ihre Lieblingsmusik kann sie übers Internet hören, egal wann, egal wo. Weswegen das hier natürlich gar nicht geht. Sag bloß, du hast gerade keine gute Verbindung, Emily. Nicht immer waren Internetverbindungen für Normalsterbliche überhaupt schnell genug, um genügend große Datenmengen für einen konstanten Musikstream zu übertragen. Der Normalfall war noch vor wenigen Jahren, sich Songs als MP3-Dateien legal oder meist auch illegal ganz herunterzuladen und dann von einem Datenträger aus anzuhören. Das war langsam und umständlich und fraß Unmengen Speicherplatz. Dieses Modell gibt es natürlich auch weiterhin, aber die Verbindungen sind schneller und Festplatten größer geworden. Und nach haben es legale, kostenpflichtige Anbieter von MP3s wie iTunes und Amazon geschafft, die illegale Konkurrenz an den Rand zu drängen. Aber daneben ist das Modell des Musikstreaming immer wichtiger und beliebter geworden. Den Anfang hat er das Internetradio gemacht. Seit Ende der 90er hat es zunächst das Angebot von normalen Radiosendern ergänzt und so die Empfangsreichweite auf die ganze Welt ausgedehnt. Seit einiger Zeit sind aber auch reine Internetradiosender am Start. Teilweise Spartensender, die im Rundfunk keine Chance hätten, aber im Internet ihre treue Zuhörerschaft finden. Technisch funktioniert das so, dass die Audiodaten entweder auf einer Webseite direkt oder über einen Streaming-Client, also ein Programm wie Winamp oder QuickTime, wiedergegeben werden. Damit verwandt sind Livestreams, die ebenfalls direkt über Webseiten gehört werden können und zum Beispiel Konzerte, Festivals oder auch Bundestagsdebatten übertragen. Daneben entstanden Anfang der 2000er die sogenannten Musikveröffentlichungsplattformen, wo Künstler ihre Musik hochladen und zum Hören anbieten können. Die Daten werden hier direkt vom Server abgespielt, aber oft wird Nutzern auch ein Download angeboten. Eine große Rolle hat hier MySpace gespielt. MySpace? Das ist so 2006. Viele Bands haben hierüber versucht, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen und manche haben es auf diese Weise tatsächlich zu einem Plattenvertrag geschafft. Aktuell sind hier die wichtigsten Beispiele Soundcloud und auch YouTube. Derzeit besonders beliebt sind vor allem die Audio-on-Demand-Dienste, wie zum Beispiel Spotify. Aus einer Musikdatenbank eines privaten Anbieters können Nutzer hier Songs oder Playlists auswählen, die nach Peer-to-Peer-Schema temporär in spezielle Software heruntergeladen werden. Damit verbunden sind in der Regel aber auch häufige Werbeunterbrechungen. Musik-Abo-Dienste sind die kostenpflichtige Variante von Audio-on-Demand. Hier legt der Nutzer ein Konto an und spart sich durch ein bezahltes Abo die Werbeeinblendungen. Zugang zum Internet ist für all diese Angebote aber natürlich Voraussetzung. Und wenn man gerade eine schlechte Verbindung hat, wird es oft schwierig. Apropos, Emily, ist dein Song inzwischen geladen? Sehr gut, dann kann's ja wieder losgehen. Boah, echt tapfer, wie du diese Leidenszeit überstanden hast.